So, und da sind wir auch wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir hatten in der letzten Folge den Himalaya ein bisschen näher erkundet. Also ich glaube, wir waren irgendwo da oben. Interessant, umgeben von Gebirgen. Ja, war eine wilde Mission. Bisschen arg komisch für meinen Geschmack. Aber ja, was willst du machen? Und was das jetzt effektiv gebracht hat, wir haben keine Waffen gesammelt, so wie wir erwartet hätten, sondern wir haben Diamanten gesammelt von dem Dude. Reicht das Seil nicht? Okay. Und mit den Diamanten werden wir jetzt wahrscheinlich Waffen kaufen. Das sind die Rubinen. Da gucken wir gleich mal. Ja, erst lesen wir. Die Tiefe. Yalung hat lange vor Banashu gesungen, aber unten in der Tiefe im Boden, wo niemand es hörte. Blut ist der Weg. Ihm gehört zu schaffen. Ich weiß es. Ihm gehört zu schaffen. Bienen! Fähigkeit? Wie viel haben wir denn? Zwei. Ja, ich wollte ja eigentlich mal auf das hier gehen. Weiche Landung, weil, ne, dann, Quatsch, hier endlos sprinten. Das kostet vier. Okay, dann spare ich nochmal vier an. Vielleicht kriegen wir in der Zeit auch so ein Dings nochmal. Was sind die denn? Ah, ich lasse ihn in Ruhe. Kein Bock, da jetzt aufs Maul von ein paar Bienen zu bekommen. Wir wissen auch alle, dass das so passieren würde. Ach, okay, da hängt alles klar. Ich wollte nur mal gucken. Wir greifen die nicht an. Ich hatte irgendwo gesehen, dass. Da hinten sind die Bären. Oder jetzt auch so ein Brief. Komm, da gehen wir da hin. Muss ich doch da durch. Ja, müssen wir doch da durch. Einfach schnell genug an den Bienen vorbeilaufen. Oder ich glaube, solange man die nicht abschießt, passiert da nichts. Wir werden es merken. Hallo Bienen, ich tue euch nichts. Nice. Genauso sollte es sein. Wenn man denen nichts tut, greifen die auch nicht an. Finde ich gut. Genau, Bären braucht man eigentlich noch. Also für Felle. Und ich habe gesehen, dass man theoretisch. Ja, stimmt, ich muss hier noch. Ne. Ich habe gesehen, in einem Ladescreen, wir können natürlich auch Wurfmesser verwenden für Felle. Das könnte es ein bisschen angenehmer machen. Apropos Bär. Da haben wir einen. Gerne mit Pfeil und Bogen erledigen. Okay, der ist gerade beschäftigt, dann kann ich mich in Ruhe abseilen. Kann ich in Ruhe einen abseilen? Das ist ganz gut. Muss ja auch mal sein. Dankeschön. Okay. So, Bär. Ja, stimmt. Mal gucken. Ich glaube, wir brauchen aber einige, ne? Oh nein. Einer reicht tatsächlich schon. Schneeleopard hat mal einen auf dem Himalaya getötet. Und dafür brauchen wir die ganzen. Okay. Schwermunitionstasche. Ich weiß nicht, was unter schwere Munition fällt. Shotgun wahrscheinlich nicht. Eher Granaten. Raketenwerfer halt sowas, ne? Oh, das ist der falsche Knopf. Ich dachte, ich habe ein Wurfmesser ausgerüstet. Das ist leck. Das ist nicht so, wie ich wollte.
super. Das lief ja genauso, wie ich wollte. Die Dudes da hinten noch aufgeschrieben. Ey, ich hatte doch Wurfmesser ausgerüstet. Warum hatte der auf einmal Granaten in der Hand? Ah, die treffen wir eh nicht. Gut, kann ich zumindest mal eine Sache herstellen damit. Jetzt gucke ich mal, dass ich den raussnacke. Ja, ich brauche unbedingt einen Händler. Spannende Musik, nichts passiert. Ausschwärmen und suchen. Er war eben noch hier. Okay. Wir sind das 4-5. Vielleicht nehme ich doch erstmal eine Granate. Das auch erledigt. Den looten wir natürlich noch, weil es ist ja ganz wichtig, den zu looten. Warum auch immer. So. Ich wollte ursprünglich mal zu dem Brief da hoch. Ach, deswegen kann man da hinten hochklettern. Ja, okay, das erklärt einiges. Mal gucken. Hier ist nachgeladen. Wie kommt ein Luftkissenboot hier rein? Naja. Doch egal. Ich will da irgendwo hoch. Oder nehmen wir doch einfach. Den erreiche ich ja nicht. Ich muss hier drüber hochgehen. Und Abfahrt. Und nach oben klettern. Komm schon ein bisschen ziehen. Ja, den Bär, den habe ich jetzt nicht wirklich so gekillt, wie ich wollte. Weil irgendwie dachte ich, ich hätte Wurfmesser ausgerüstet. Aber Spiel hat Nein gesagt. Von dem her, ja, egal. Wir können eins auch jetzt herstellen. Leider keine zwei Fälle mitgenommen. Das hätte ich ja lieber gemacht. Aber, wollte halt. Oh, fuck. Das wird wehtun. Lol. Ich habe keinen Schaden genommen. Okay. Hey, wir versuchen es aber nochmal. Ich hatte mich eventuell ein bisschen vertreten. Ja, ich muss natürlich erst das Ding schmeißen und dann. Ich finde das Klettern hier immer noch komisch, dass man das mit Linksklick macht. Anstatt einfach W als D zu nehmen. Oder einfach nur W für hoch und S für runter oder so ähnlich. Aber. Schöne Aussicht. Ich mag schöne Aussicht. Ich muss schon wieder grüne Blätter sammeln. Und die nächste Hauptmission, die wir haben, ist tatsächlich ein Dings, wo man sich entscheiden muss. Ein Dings, wo man sich nicht so Dings entscheiden muss. Kalinax Abstieg. Na, ich hoffe mal, dass da jetzt nicht irgendwie ein Krokodil wohnt. Da hätte ich nicht so Lust drauf. So. Ich denke, es gibt hier einen einfacher Weg. Ah, nee, ich muss da gar nicht runter. Gut. Verlorener Brief. Dann zeig mal an. Sammlung. Verlorener Brief. Von Charlotte, 1819. Robert. Ich muss mich fragen, ob es eine kluge Entscheidung war, plötzlich mit einem Mann in die Wildnis aufzubrechen, den du kaum kennst und der, wie ich bereits erwähnt habe, mir äußerst verdächtig erscheint.
auch wenn er dein Leben gerettet hat. Du interpretierst zu viel in meinen Traum hinein. Henry Swaddle sagte, Albträume seien normal für eine Frau in meinem Zustand. Gestern zum Beispiel träumte ich, ich hätte den kleinen Thomas zur Welt gebracht, doch als ich ihn mir in die Brust legen wollte, hatte er das Gesicht eines weißen Tigers. Das ist natürlich absurd. Bitte verwechsel das nicht mit deinem Auftrag in diesem verwunschenen Land. Wenn die Gurkhas dich nicht brauchen, dann komm heim. Thomas und ich sind deine Realität, Robert. Du musst so schnell wie möglich in See stechen. Ich freue mich darauf, von dir und deinen Rückkehrplänen zu hören. Charlotte. PS? Ich hoffe, du experimentierst nicht mit bewusstseinsveränderten Substanzen. Ich weiß, dass du in deiner Jugend reichlich Erfahrung mit Opium gesammelt hast, aber du hast geschworen, dass diese Zeiten vorüber sind, als du mich vor den Altar geführt hast. Ja. Zeiten sind bestimmt vorüber. Und komm, das nehmen wir gerade mal mit. Schneeleoparden brauchen jetzt einige und Bären und ja, solche Köder, naja. Brennstoff, Leuchtkugel, Rakete, Granatwerfer, Munition, alles klar. Ich kann irgendwie noch nicht so viele Spritzen herstellen, habe ich das Gefühl, ne? Und hier. Doch. Stimmt, die hätte ich freigeschalten. Und die da unten auch. Ah ja. Fokus, Jagd. Okay, ich muss auf jeden Fall Blätter sammeln. Ja, komm, ich bin noch. Ich bin noch Kisten. Ich weiß nicht, ob ich da gerade eine Schlange gesehen habe. Oh, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ey. Ey. Ich muss hier raus. Ja, fuck. Wenn ich hier draußen bin, kill ich die erstmal, Kleiner. Drecksvieh. Hey, Medikit. Nice. Ohne Rüstung. Wunderbar. Ah, ich lasse den Fisch mal leben. Weil ich meine, das ist ja sein Wohngebiet, wo ich eingedrungen bin. Sind die Kisten da oben oder sind die da unten? Hm. Nice. Cool. Der macht sogar einen schönen Tauchsprung. Finde ich gut. Erstmal hochschwimmen bitte wieder. So, Fischi, Fischi, Fischi. Wo ist denn der jetzt? Hä? Wo ist der Fisch? Ich sehe den Fisch nicht. Ah, doch, doch, doch. Der wird auf der Karte angezeigt. Moment. Da ist er ja. Ja, 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 wir tauchen gleich mal auf. Kurz mal Luft schnappen und Abflug. Ja, da ich leider keine andere Wahl, als ihn doch zu töten. Und dann noch die blauen Blätter mit und dann haben wir das ganze Ding hier gelootet. Und dann ist gut. Das ist so stark abgetaucht. Warum taucht der so stark ab, wenn er. Eh? Nö. Komisch. Okay. Der kommt leider nicht irgendwo hin. Moment, habe ich jetzt schon eine Spritze, mit der ich länger tauchen kann? Das war doch eine der Fähigkeiten.
Länger die Luft anhalten. Fokusspritze. Cool. Ich kann nichts auswählen hier. Weil das sieht eher aus, als können wir in die Richtung noch tauchen. Aber es ist so dunkel hier, das sieht man gar nicht. Naja. Ich gehe mal wieder raus. Ja. Wird nicht so relevant sein. Mir wird ja auch nichts angezeigt zum Sammeln oder so. Von dem her. Gehen wir mal aus dem Loch raus und gucken mal, wo wir dann lang gehen. Ah, das kann auch der Fluss oben sein. Natürlich, der da reinfließt als Wasserfall. Ja, hier waren wir ja. Komm schon, Fuß hoch und ja, gar kein Problem. Ich finde es schön, dass der mit richtig viel Equipment immer noch klettern kann. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir mal gerade da runter. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen Bär mit snacken. Gerne Blätter mitnehmen. Beute das fast voll. Halt! Ich will dich doch essen! Nein, will ich nicht, aber. Halt! Er rennt so lange weg, bis er merkt, oh, ich bin ja das Raubtier. Jawoll! Zwei, drei Pfeile und ein Wurfmesser und das reicht schon für den Bär. Ah, ist das... Nein, die Beutetasche ist voll. Okay. Kann ich davon irgendwas ablegen? Ja, Plastikelefant, braucht doch keine Sau. Weg damit. Steckt das sich? Bärenfell? Voll. Kacke. Ich hätte zwei Sachen ablegen müssen. Okay, ich muss unbedingt einen Händler aufsuchen. Dazu will ich einer in der Nähe. Nee, eigentlich nicht. Ah, das ist richtig blöd. Aber da kriegen wir schon irgendwie hin. Ich glaube, ich muss schon seit was weiß ich wie viel Folgen. Nein. Ich fliege doch mit so einem Ding. Warum zeige ich es mir deinen Wingsuit an? Das ist so doof. Das ist eine Karma-Aufgabe, da war ich doch erst. Okay, ich weiß nicht, was ich mir jetzt gedrückt habe. Oh ja, das wird gut, das wird richtig gut. Wie wählst du denn aus? Das ist der Wahnsinn, was der ausgehalten hat. Krieg ich den Dude überhaupt gelootet, ohne dass ich mich jetzt anzünde? Ach, ich kann ja gar nicht mehr looten. So, fertig? Gut.
Gut, haben wir auch gelootet. Noch ein bisschen Munition hier mitnehmen von den Dudes. Dann gehen wir da mal gucken. Haben wir Level 5 inzwischen, aber ordentlich auf Level 5. Sehr schön. Bär. Boah, war das knapp. Das war verdammt knapp. Okay, ich schmeiß nochmal Sachen aus dem Inventar raus. Hier, was machen wir denn nicht? Irgendwas, was fast nichts wert ist. Ja, komm, hier, Latex-Handschuhe. Oder hier. Moment, Saphire? Ja. Verkaufen. Ablegen. Stapel ablegen. Ja. Können wir jetzt beide mitnehmen? Ah, da ist noch ein Bär. Beutetasche ist jetzt schon voll. Wie viele Pfeile habe ich noch? Wie viele Wurfmesser? 10. Die Wurfmesser sind echt super gegen die. Das Ding ist, wenn er mich zuerst sieht, habe ich ein Problem. Pfeile, kurz mal ein bisschen drum rumlaufen, 27 Pfeile und mitnehmen. So. Voll. Scheiße. Ich vergesse immer, dass ich das Inventar leer machen muss, bevor ich das mache. Mann. Okay, okay, komm, jetzt lege ich gleich mal ein paar mehr Sachen ab. Da bin ich in der Nähe, wo es vielleicht einen Händler gibt, einfach den Scheiß verkaufen gut ist. Herstellung. Wie viel brauche ich denn dafür jetzt noch? Eins, ja genau. Das hätte nicht genau gepasst. Ja. Gehen wir mal zu der Mühle hin. Vielleicht habe ich hier Glück, da rennt ein Händler rum. Ansonsten, keine Ahnung. Mal schauen, wie wir das lösen. Und da renne ich jetzt nicht schon wieder hin. Oder kommt der Krachen auf mich zu? Das ist ein bisschen doof. Da könnten eventuell Krokodile unterwegs sein. Ich sehe mal keinen. Bisschen. Darf ich? Darf ich? Ja. Jetzt geht's. Sehr schön. Ah, klar. Geht natürlich nicht. Shit. Ich brauche unbedingt einen Händler. Hier was in der Nähe, wo ich theoretisch... Moment, da unten ist ein Händler. Jetzt ranzoomen. So. Kann ich da eine Schnellreise hin machen? Das geht. Aber ich brauche ja einen Händler. Hä? Mausrad geht auf einmal wieder. Freue ich mich, ohne was gemacht zu haben. Wunderbar. Ah, ich geh mal weiter, was soll's. Und dann können wir dann mal... Halt mal an. Warum? Unterwegs.
Ernsthaft? Ernsthaft? Danke. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein? Wer? Wer? Nein. Ja, das wollte ich nicht. Kann doch eh nicht looten. Wer? Ein Bär? Moment, erst Inventar wieder freiräumen, bevor ich das... Ne, und hier, Sammlung war das. Komm, ich hab eh einen Geldbeutel voll. Was soll's, weg damit. Brauche ich den für irgendwas? Verkaufen. Bibubrit. Heute völlig nutzlos, aber in den 90er waren sie besonders beliebt bei Ärzten, Drogendealern, einsam Hausraum. Wunderbar. Weg damit. Blaues Blatt, ne, die Blätter lasse ich mal noch auf jeden Fall. Jack. Jerky, diese Streifen aus seinem Lager geräuchert, weg damit. So, jetzt kann man das Tier auch gescheit häuten. Und wir können jetzt endlich das Ding herstellen. Jawohl. So. Jetzt können wir mehr Köder tragen. Ich benutze die zwar nicht so oft, aber besser als gar nicht. Und jetzt kann ich mir noch hier das Platz necken. Wichtig. Und Tasche fast voll, ja. Ist bekannt. Die Maske. Die Maske ist da drüben. Das Problem ist aber, da vorne ist so eine Festung. Die Festung ist richtig heftig bewacht. Also das sollte ich mir überlegen, das zu machen. Das heißt ja, das sollte man eigentlich im Koop bespielen. Da ich aber das nicht im Koop spiele hier. Und ich mach mir mal, ich drück mir grad mal noch, Moment, hier die Jagdspritze rein. Dass ich eventuelle Gefahren im Wasser sehe, bevor ich zu nah bin. Der erstickt einfach instant? Was? Habe ich eine Sauerstoffanzeige? Habe ich das übersehen? Er ist einfach instant tot. Ich dachte, er kriegt wenigstens so langsam Schaden abgezogen, aber... Was? Ja, das ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ich hoffe, das Ding hat er trotzdem abgespeichert. Okay. Das lief hier jetzt mal gar nicht so, wie ich wollte. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Bitte sag, dass er das alles gespeichert hatte. Ja, okay, er hat es gespeichert. Gott sei Dank. Okay, cool. Ich bin wieder da, wo wir die Folge begonnen haben. Und ich glaube, das Inventar ist voll. Ah. Gut, ja, das ist hier super gelaufen. Da gehe ich nächste Runde einfach hier hin. Und jo. Vielleicht treffen wir ja mal noch einen Händler, der da rumläuft. Das wäre schon praktisch. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.